ho, ho, schon in Weihnachtsstimmung? Denn ich habe drei neue Limited Designs von Team Melone. Yo Mai, dem Saftig Design und dem brandneuen Lawina Design für euch ab sofort im Shop erhältlich. Außerdem gibt es auch immer noch 3D Galaxy Autogrammkarten und Goldtickets zu bestellen mit dazu. Limitiert nur für kurze Zeit auf shop.kfd.com. Hallo, ich bin Rock aus 40 und willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Apollo. Und an der Stelle, Leute, erstmal ein dickes Dank an jeden von euch, der bei jeder Folge Apollo immer so nette Kommentare schreibt, immer einen Daumen hoch da lässt hier. Kein Spaß, es freut mich einfach mega, wie gut Apollo bei euch ankommt. Das gibt mir umso mehr Motivation hier, in die Serie rauszureißen. Was ist das hier schon wieder? So ein fliegendes Ding hier. Aber, okay, jetzt ist es tot. Egal, Leute, ich habe einige coole neue Sachen, die ich euch heute hier quasi zeigen wollte, ja. Unter anderem, ich habe hier ein bisschen weiter ausgebaut. Ich habe mir Gedanken gemacht hier bezüglich unseren Räumen. Ich habe mich ja gefragt, was wir alles für Räume bauen werden hier. Und ich habe dafür euch, warte mal, hier bei meinen Schildern. Wir können mal hier festhalten, was wir für Räume bauen wollen. Ich würde sagen, hier machen wir einfach so eine kleine Liste, okay. Ich würde sagen, erstens ein Lagerraum, ist immer das Wichtigste. Und ich schreibe einfach mal nur Lager, ja. Zweitens, ihr habt nämlich alle Vorschläge geschrieben und Leute, ich habe alle eure Vorschläge angenommen hier. Dann Waffenraum quasi. Dann brauchen wir drittens Enchanting oder quasi die Bibliothek. Ein Götterraum brauchen wir. Weil dann brauchen wir noch hier fünftens ein Schlafraum. Oder Schlafzimmer quasi. Einen Magieraum wollte ich machen, weil wir haben einen Magiemod hier drauf. Dann siebtens, keine Ahnung, irgendwie einen Team Melone-Raum. Achtens einen, Redstone-Raum oder so, wo ich eine automatische Farm baue. Und Leute, habt noch weitere Ideen? Das sind alle meine 8 Räume, weil ich glaube, ich habe gar nicht mal so viele Räume hier Platz hier. Aber jedenfalls, als nächstes, wir haben einige Boxen letzte Folge bekommen. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, ja, dann schaut euch rechts von mir einfach an. Einfach dieses kleine i andrücken, dann könnt ihr die Folge nochmal anschauen oder vom Kanal. Und damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst, Leute, ich weiß, es gibt viele von euch, die haben mich gar nicht abonniert, sehe ich in der Statistik. Deswegen, drückt einfach mal auf Abonnieren drauf oder wenn ihr keinen Account habt, dann stellt euch einen oder ihr könnt auch den von eurer Eltern benutzen. Ist eigentlich relativ egal, ja. Hauptsache, ihr kriegt meine Folgen Apollo mit, weil die kommen dreimal pro Woche, jeden Montag, Mittwoch und Samstag um 12 Uhr raus hier. Also unbedingt vorbeischauen. Aber wir haben jetzt einige Boxen hier quasi, die wir öffnen. Oh, ich habe ein Tier bekommen. Oha, wie geil. Eine Katana-Box. Hier kriegen wir, glaube ich, irgendwas. Oh, guck mal. Legendary Royal Katana. Bitte. Mace, was? Masamune macht mehr Damage als meins, aber was ist das Zweite? Ich glaube, es ist Angriffsgeschwindigkeit und schneller. Und, oh, das ist so ein riesiger. Oh mein Gott, Leute, wieso habe ich so viel Glück mit Schwertern in letzter Zeit? Alter, aber ich mag mein Emerald-Schwert, Leute. Es ist grün und grün ist meine Lieblingsfarbe. Soll ich das hier benutzen? Weil ich meine, das macht ein Damage mehr und es ist nicht so unter... Aber das macht Luck hier. Alter, wie geil, Leute. Ich habe schon so viele Waffen mittlerweile. Ich nehme mir das einfach mal für nebenbei und mein Dark Knight Sword packe ich auch hier einfach mal in die Kiste rein. Genau, einfach hier. Meine Kisten sind so voll, das ist unglaublich. Ein Tier haben wir. Was können wir mit einem Tier craften? Eine Schaufel, ja geil. Aber sonst, oh, es gibt Rüstung hier, sehe ich. Lindamit, da brauchen wir Limonit. Das wollte ich sowieso demnächst mal suchen in der Mine. Amethyst. Okay, so die ist schon mal relativ nützlich hier, ja. Hol ich mal mit der Diamant-Chisel. Oh mein. Mal schauen. Woodenbox. Eine Box haben wir noch. Was kriegen wir hier raus? Eine Holzspitzhacke. Geil. Genau, was ich wollte, ja. Genau das wollte ich zum Geburtstag hier zur Kernung in Apollo. Nicht Spaß, ich habe nicht Geburtstag. Aber jedenfalls, Leute. Ich dachte mir, als Shop im Spawn könnte ich ja rein theoretisch, wie heißt öffnen, einen Waffenladen, oder? Und ich habe mittlerweile schon so viele geile Schwerter, ich brauche meinen Dark Knight Sword, quasi das jetzt hier, meinen Hammer, was auch gesehen, Baseballschläger, ja? Es wäre eigentlich voll die geile Idee, oder was denkt ihr? Weil ich will wirklich so eine Art Waffenlager, wäre es legit mal keine schlechte Idee. Warum ich Damage bekommen? Was zur Hölle? Was war das? Ist ein Bomberman? Ich weiß, es gibt so komische Viecher. Die graben sich rum und werfen Bomben. Hä, aber hier ist sogar was explodiert, oder nicht? Okay. Ich glaube, es war ein Bomberman, oder? Ich glaube nämlich, es gibt hier legit so... Es hatte ich in Arrival damals, so kleine Minengräber, die irgendwie, keine Ahnung, die ganze Zeit so Bomben irgendwie im Untergrund legen und das... Ey, aber Leute... Das heißt, hier ist eine Mine. Ich meine, das könnte ich mir vorstellen. Wir haben hier unsere Mine unten drunter. Aber naja, egal. Jedenfalls, Leute, ja. Ich habe heute hier nicht ohne Grund hier ein paar Löcher freigemacht, ja. Denn ich habe heute
Neuigkeiten für euch, ja? Was super groß, was ich euch heute hier ankündigen wollte. Denn Leute, ja, es gibt ab sofort im Shop die brandneue Weihnachtsedition 2019 mit 4 neuen Designs. Die habt ihr euch am Intro schon erkannt hier. Es wird langsam hier kalt, ja? Die Weihnachtszeit kommt, deswegen empfehle ich euch wärmstens hier die neuen Weihnachtshoodies. Die sind mega nice und perfektes Weihnachtsgeschenk und kein Spaß. Team Melone Weihnachten, Winter. Ich finde, es ist so ein cooles Design geworden hier. Mit so Schnee quasi, so eine Schneeflocke. Mit quasi so eingefrorenen Melonenstücken, der Melone. Quasi jetzt hier so Eiszapfen runterhängen. Ich finde, es sieht super nice aus, ja. Falls ihr eher ein Fan seid von Yomai, Leute, dann empfehle ich euch das Yomai Weihnachtsdesign. Ist quasi von mir quasi hier mit Geschenken, wo ich als Weihnachtsmann hier in einem Schlitten drin bin. Hier links sieht man Blocky auf dem Rentier reiten hier. Rechts Slimey auf dem Rentier. Sind glaube ich dieselben Rentiere wie vom 2018 Weihnachtsdesign. Also Leute, wenn ihr das habt, schlagt zu. Und das ist das einzige Design hier, was den, so einen richtigen Hintergrund hat. Seht ihr? Mit so einer Aurora, so den Nordlichtern. Es sieht einfach absolut schön aus, finde ich. Auch in Blau, sowohl als auch auf Rot hier. Dann haben wir hier jetzt hier ein brandneues Safti-Design, ja? Ich finde, das sieht mega cute aus hier. So quasi ein bisschen Diamant-ähnlich. Aber es sind quasi so Diamant-Schneeflocken, eisartige Zapfen, ja? Wenn man das so sagen kann. Und ich finde, es sieht mega lustig aus. Einfach so eine diamantene, eiseingefrorene Schneemelone hier. Ist super geil. Und dann haben wir noch brandneu ein komplett neues Design, nämlich das neue Lawinen-Design. Ich finde, das ist super cool gelungen. Eines der besten Main-Designs bis jetzt hier. Bis auf das 10 Jahre natürlich. Ist quasi, wo ich hier bei einem Berg runterfahre, bis zu einer Skipiste, gerade über eine Rampe springe und denke mir, oh nein, ich crash. Im Hintergrund kommt eine Lawine, wo Blocky natürlich wie in allen Designs schon quasi hingefallen ist und aufgesaugt wird. Slimey ist ja auch richtig süß dabei. Hier freut sich mega, dass er mitfahren darf mit seinem kleinen Bob. Und links ist Baby Chaos Flo hier mit seinem Schneemobil unterwegs. Im Hintergrund ein paar Bäume. Ich finde, es ist ein echt super cooles Weihnachtsdesign hier. Die 4 Designs gibt es nur limitiert für wenige, für kurze Zeit hier. Bis Ende dieses Jahres gibt es die im Shop hier. Danach sind die für immer weg hier. Das heißt, bis, ich glaube, 31.12. sind die im Shop. Danach sind die Weihnachtsdesigns für immer weg hier. Und Leute, ich überlege nochmal, letztes Jahr haben sich ultra viele beschwert, Flo, die Designs waren so gut, die Weihnachtsdesigns, warum bringst du die nicht mehr? Leute, ich will nicht, dass ihr das selber dieses Jahr sagt, deswegen geht zu den Eltern, sagt denen direkt hier, wenn ihr das haben wollt hier, dann bin ich zu spät seid. Weil, Leute, wenn ihr was für Weihnachten haben wollt, holt euch jetzt sofort, weil später dann quasi kommen alle nämlich drauf im Dezember und ja, dann wird die Post überflutet und dann habt ihr keine 100% Garantie, dass es noch rechtzeitig ankommt. Deswegen bestellt jetzt sofort einfach im November, ja, weil dann habt ihr super Garantie, dass noch alles vor Weihnachten ankommt hier und super chillig. Es gibt das Hoodies, T-Shirts, es gibt sogar noch Federmäppchen, vieles mehr hier von den Weihnachtsdesigns hier. Es ist super geil und ich werde an dieser Stelle auch direkt mal hier, glaube ich, hier das neue Lawinen-Design anziehen. Ich finde das eins der besten hier bis jetzt hier. Es sieht einfach super nice aus mit mir drauf. Und ich ziehe einfach mal hier, Team Melone an. Team Melone Weihnachten hat einfach was Spezielles an sich. Aber egal. Leute, ich wollte heute noch ein paar Quests erledigen. Unter anderem, ich dachte mir, weil wir hatten die Quest irgendwie, warte mal, genau, macht einem Gott ein Geschenk. Ich habe keinen, was ich Hane schenken kann. Ich könnte Hane irgendwie kaum, die Sprengung Tupps seines Hauses schenken. Ja, ich glaube, das wird die freuen, aber sonst keine Ahnung. Ich habe noch hier Krieger, töte 25 Zombies. Ich habe in meinem Leben noch keinen Zombie gesehen hier. Meine müsste die nächste Farm bauen. Oh, Hades. Sehr interessant. Gefallen Sie, Hades? Ist ein bisschen weihnachtlich. Ja, ich dachte, jetzt kommt eine Weihnachtsstimme. Aber Hades, komm mal mit. Komm mit, ich habe, nicht, dass du denkst, ich habe dich jetzt vergessen. Ich habe dein Fanart hier, dein Bild, dein Porträt hier oben hingehängt. Genau, hier bist jetzt du. In deiner vollen Pracht. Apropos Hades, ich habe sogar, glaube ich, noch ein weiteres Bild, was ich aufhängen wollte hier. Das kann ich jetzt hier aufhängen. Habe ich das hier? Es ist richtig cool. Es ist ein Bild von Janina Croft 13 ebenfalls wieder. Und es ist quasi Team Hades, wo ich bin mit Hades quasi hier. Wirklich das rote Team, das Unterwelt-Team. Ich finde, es sieht super geil aus. Und es gibt noch ein anderes Bild hier. Warte mal, wenn ich das hier mal kurz irgendwie einfügen könnte, wenn es klappt. Von Looney von Instagram hier. Auch quasi ein Bild von Hades, wo Hades so als elegante Dame irgendwie dasteht mit einem Kleid. Ich finde, es sind beide richtig nice. Mega coole Fanarts von euch hier. Schickt mir die und folgt mir auf Instagram chaos137. Echt gut gelungen, ja? Also, Looney und Janina Croft, mega, mega nice hier. Aber Hades, was steht heute am Plan? Gehen wir rüber zu den anderen und machen wir denen die Hölle heiß? Oder was ist es so dein Vorschlag? Naja? Hey, wie naja? Ich habe an etwas rumexperimentiert. Okay, und an was genau hast du jetzt experimentiert? Ich wollte dir ein Geschenk machen, aber es ist außer Kontrolle, etwas außer Kontrolle geraten. Hey, wie außer Kontrolle? Was meinst du?
Ich meine, wenn dein richtig cooles, großes Schwert außer Kontrolle ist, ich meine, da beschwere ich mich natürlich nicht, Leute, ja? Ich meine, das meine ich. Ich habe das falsche Elixier benutzt und jetzt ist eine monströse Kreatur entstanden. Hä? Was genau meinst du? Meinst du Tops? Nö, Tops schon vor 20 Jahren entstanden, also das kann nicht stimmen. Oh, folge mir und zieh es dir selber an. Ja, Hannes, warte kurz. Dann kämpfe ich mal eben gegen diese Viecher hier. Aber ich glaube, ich sollte echt mal hier mein neues Schwert benutzen. Oh mein Gott, so. Zack, ich glaube, das kann auch schnell angreifen. Hannes, kannst du mir helfen? Oh mein Gott. Ich habe eine Box bekommen vom Monster. Eine Clubbox. Ich kann einen Goliath-Hammer bekommen. Warte mal, Unboxing? Stone Club, 8 Damage. Ist aber nicht schlecht, Leute. Ich überlege echt, ob ich einen Waffenshop öffne. Am Spawn wir schon so viel Arbeit mit. Aber ernsthaft, ich überlege, soll ich mal vielleicht einen Schwerterladen aufmachen irgendwie in der Mitte? Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob die anderen so starke Waffen haben irgendwie. Was ist das hier? Ist das das Monster? Saren the Hollow infested. Es war. Oh mein Gott, der fliegt einfach. Ist das der Boss? Drauf? Der sagt so, yeah. Oh mein Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich lauf. Hannes, war's das? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warum sind hier Silberfische? Okay, ich ignoriere die mal, weil wenn ich die angreife. Was zur. Was zur Hölle ist das? Hannes, bitte sag das jetzt nicht. Der hat eine Bossleiste. Sollst du diese Kreatur besiegen? Mach dir ein besonderes Geschenk. Hannes, das ist Godzilla oder so. Okay. Leute, sind das nicht diese Büffel? Ich glaube, das ist so eine Art Ultra-Büffel. Kann ich den abschießen? Und ich glaube, der hat so ein Magieschild. Kann das sein? Nö, mein Bogen bringt nichts. Hallo? Horndronzilla heißt der. Horndron. Oh mein Gott, ich bin fast in Lava gefallen. Was ist denn ein Horndron? Oh Lord. Okay, jetzt, der geht all in. Der geht. Oh! Was? Alles klar? Ja, so schnell wirst du mich nicht los. Du dummer Büffel. Ich weiß nicht, was bist du überhaupt? Ich kann nicht mehr hinten. Oh mein Gott, doch. Jetzt war der. Jetzt kommt ein Baum. Leute. Ich glaube, der bringt einfach unseren Server zu legen, weil der so riesig ist, dieses Vieh. Oh mein Gott, der wirft mir aber hoch, der Baum. Was bist du jetzt hier? Drauf, warte. Alter, Leute, was soll das? Warte. Okay. Erstmal die kleinen Viecher killen, den Baum. Der ist gejobbt. Und diesen Bigfoot oder was ist das hier? Okay. Und ich bin gelevelt. In, ich glaube, Hunting oder irgendwas. Okay, ich habe keine Ahnung. Okay. Büffel. Ich habe keinen, was du hier machen willst, aber ich werde dich jetzt besiegen, okay? Oh mein Gott, ich kann nicht mal schlagen, oder? Oh nein. Oh no, no. Ah! Büffel? Nein, ich glaube. Oh, aber nimmt Damage. Ich hab einen Monster und Bogen. Er nimmt Damage. Er nimmt Damage, der Bogen, Leute. Der Bogen ist es. Ich glaube, ich muss einfach seine Achilles-Dings treffen. Er ist Hälfte. Okay, jetzt mit. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, Nahkampf ist keine Option. Oh nein, er kommt. Alter, stell dir vor, wenn der noch Stromo sollte, der könnte mich allein mit seinem Stuhlgang irgendwie killen. Okay, drauf. Aber ich kann ihm Damage machen. Oh mein Gott. Der ist viel zu stark. Was ist das für ein Vieh? Er heilt sich auch. Der hat Regeneration oder so. Okay, ich habe viele Pfeile. Ich schieße einfach drauf. Und hoffe, dass es geht. Erstmal essen. Alter, vor allem, was bist du? So ein riesen Vieh, Leute. Der komplette Apollo Tower laggt hier. Wegen dieser Bestie. Ich glaube, der Boss ist ein bisschen zu stark. Aber kriegt er Damage? Oh nein, ich glaube, ich auf dem Rack hier. Ich glaube, der charge gerade nämlich, weil diese riesigen Bullen. Oder was ist hier? Diese Büffel. Ich glaube, von weiter weg packt er nicht so rum. Ich glaube, der will mich mit so einer Special Attack irgendwie angreifen. Er ist tot! Oh mein Gott. Wie erwartet. Lol, was hat er gejobbt? Copper Coin. Red Heart. Rammerhead, das war ein Rammerhead, okay. Alter, der hat weißes Leder gedroppt. Hier ist noch mehr, Alter, wie viel hat der bitte gedroppt? Ein Basic Case? 40 Fleisch? Ursa Fleisch? Ich glaube, das war so ein Ursa, das ist viel. Alter, hier liegen noch mehr Coins. Oh mein Gott, Leute. Haben wir schon den ersten Boss besiegt oder wie? Aber Alter, ich muss schon sagen, Nahkampf wäre ich sowas von dead gewesen, ja. Also ohne Pfeil und Bogen hätte ich keine Chance gehabt gegen den. Alter Hades. Oder Alter hier. Oh, was ist das hier? Was hast du gerade? Hier, ich stehe jetzt in meinem Versprechen. Oh! Blocky? Blocky Slimy? Und Baby Chaos Flow? Woher hast du die?
Oh mein Gott, Leute, Hart ist die Beste. Warte, ich gehe mal nach Hause. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht. Also ich wusste, dass es Blocky gibt, aber... Leute! Außerdem haben wir ja jemals Slimy, Blocky und Baby Chaos zusammen vereint gesehen. Und ich glaube, hier war diese eine... mit diesem Stern irgendwie. Hä, ein enchantedes Buch. Verwirrung 1. Leute, was macht Verwirrung 1? Kann ich das mit dem Schwert machen und dann Tops angreifen und dann ist er verwirrt? Ich habe keine Ahnung. Wäre aber witzig. Leute, warte mal, das will ich jetzt sehen. Was ist für ein geiles Geschenk, Leute? Blocky einfach. Warte mal, ich gehe jetzt mal wieder nach Hause. Kann ich hier Blocky und die anderen spawnen? Warte mal, geht das? Blocky und warte, Slimy. Leute, das ist Slimy. Und Baby Chaos Flo. Hi. Ey, Leute, ich hab die so vermisst hier. Und wir sind alle mal vereint hier. Ey, richtig geil. Warte mal, Blocky. Oh, Leute. Oh, man kann Blocky hier leveln, merke ich gerade. Oh, Berserker. Blocky kann hier generell Sachen machen. Armadillo, er kann zu einem Maulwurf werden. Oh, nee, warte mal. Angriff, Mining, Holzfällen, Farming. Alter, Leute. Inventory. LOL. Anscheinend hat Blocky für Hades ein bisschen gekämpft, für ein paar Tiere gekillt. Was, wie viel? Okay, Blocky hat 15 Angriffspunkte. 28 Leben, glaube ich. Nee. Angriffsintervall 20. Er macht 16 Damage. Alter, wie OP. Warte mal. Okay, das ist Blocky. Warte mal, komm mal her. So, Blocky, dann bleib du mal. Hier bei meinem Bett. So, warte mal. So, zack. Dann mache ich mal hier, Wanda, nee, stay. Okay, Blocky, du stehst jetzt hier erstmal. Slimy, was hast du für Skills hier? Ey, wie geil, Slimy. Er hat 23 Leben. Macht schon nur 7 Damage. Also, Slimy ist nicht so ein starker. Aber dafür... nö, Slime ist allgemein nicht so gut. aber wir können die ja leveln. Die haben alle hier Sachen, die man leveln kann, wie man hier sieht. Mit Skillpunkten, wo die können, glaube ich, auch Level abwerben. Alter, wie geil. Und wir haben, glaube ich, einen komplett neuen Mod drin, wo die alle quasi dabei sind. Ich glaube, Baby Chaos kann jetzt auch nicht mehr reden, weil der Mod rumgepackt hat damals. Deswegen kam, glaube ich, Baby Chaos auch schon so lange nicht mehr vor. Weil der Mod gepackt hat mit diesem Reden, wie man dann, ich habe ja mal erzählt, ich habe 100 oder 1000 Sounddateien gehabt hier, die überschnitten wurden. Ja, und der Mod ist so gepackt, deswegen kam Baby Chaos nicht mehr vor. Aber ja, Leute, an alle die Fragen, wo ist Baby Chaos from? Jetzt ist er hier. Was hat der hier so an Skills? Und im Inventar. Alter, Baby Chaos hat auch richtig viele Viecher gekillt hier. Der macht er hat 23 Leben. Ich glaube, der ist so stark wie Slimy. Blocky ist ein bisschen stärker als die. Aber, alle wie geil, stay. Okay, perfekt. Das heißt, die bleiben jetzt mal hier. Leute, das heißt, wir können sie offiziell auch dazu bauen hier. Ein weiteres Schild. Warte mal. Dann mache ich mal hier noch weiter dazu. So, neuntens. Blocky Zimmer. Zehntens. Baby Flo Zimmer. Einfach weil es geht hier aus. Und Slimy Zimmer. Ja, geht es jetzt aus? Dann schreibe ich mal zusammen hier. So. Oder? Geht das? Zimmer. Zimmer. Okay. Alter, wie geil. Dann können wir für alle hier Dings machen. Ja, das ist mega cool. Und ich habe einen Case bekommen. Und viele weitere Sachen. Ey, halt. Warum habe ich jetzt die Quest abgeschlossen? Begleiter. Finde einen Begleiter und ein Haustier. Perfekt. Auf geht's. Take up mit. Und. Warte. Claim. Jetzt habe ich eine neue Goldbox, Leute. Ja. Also, nächste Folge. Unboxen wir jetzt hier. Eine Runenbox, ein Basic Case und eine Goldbox. Also Leute, an der Stelle, lasst den Ding da mal hoch da. Hol ich von dem Shop auf shop.gfz.com die brandneuen limitierten Weihnachtsdesigns und hol ich ein Blocky-Plüschtier, Baby-Kaufer-Plüschtier und ein Slime-Plüschtier. Gibt alles jetzt im Shop hier, nur auf shop.gfz.com. Zu einer großen Bestellung gibt es auch immer hier die Galaxy-Autogrammkarte zu und zu jeder Bestellung ein Gold-Ticket. Also schaut vorbei, bis zum nächsten Mal. Lasst den hoch da, abonniert mich. Nächste Folge kommt, glaube ich, am Montag und ciao, Leute. Ho, 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 schon in Weihnachtsstimmung? Denn ich habe 3 neue Limited Designs von Team Melone. Yo Mai, dem saftigen Design und dem brandneuen Lawinen-Design für euch ab sofort im Shop erhältlich. Außerdem gibt es auch immer noch 3D Galaxy Autogrammkarten und Goldtickets zur Bestellung dazu. Limitiert nur für kurze Zeit auf shop.kfz.com.